Die Mutter aller Probleme ist wahrscheinlich das Fiat-Geldsystem. Es ist die Ursache oder zumindest Brandbeschleuniger etlicher Probleme des menschlichen Zusammenlebens. Das Werk Geldreform, vom schlechten Staatsgeld zum guten Marktgeld, ist mit eines der besten Bücher, die dieses Problem analysieren und dazu die richtigen Lösungen bieten. Hintergrund: Immer mehr Menschen merken, dass die weltweiten Geldsysteme krank sind. Trotz Wirtschaftswachstum und stetiger finanzieller Rekordmeldungen in den verschiedensten Bereichen des Lebens macht sich das Gefühl breit, dass nicht alle Menschen daran teilhaben. Die finanzielle Situation wird immer angespannter, Sparen immer unattraktiver, die Angst vor dem wirtschaftlichen Absturz steigt und auch die Meldungen von Blasenbildung und Krisen häufen sich. Es macht sich ein Geist des Antikapitalismus breit. Thorsten Polleit und Michael von Prollius wollen mit dem Werk Geldreform, vom schlechten Staatsgeld zum guten Marktgeld, Licht ins Dunkel bringen und dem Gefühl mit ökonomischen Tatsachen begegnen. Über das Werk: Polleit und von Prollius erklären in ihrem Werk sehr umfassend das aktuelle Geld- und Zinssystem aus Sicht der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Erläutert werden Grundlagen der Geld- und Zinstheorie sowie daraus entstehende Rückschlüsse für ein gutes bzw. ein schlechtes Geldsystem. Das Werk greift auch die historische Entwicklung des Geldsystems vom einst stabilen Sachgeld hin zum inflationären Papiergeld auf und bietet zudem Lösungsansätze, wie eine Rückkehr zum guten Marktgeld möglich sein könnte. In diesem Beitrag werden die Ausführungen von Polleit und von Prollius über die theoretischen Grundlagen zusammengefasst und mit entsprechenden Schlussfolgerungen zu dem aktuellen Geldsystem ergänzt. Geldreform: Vom schlechten Staatsgeld zum guten Marktgeld. Von Thorsten Polleit und Michael von Prollius. Was ist Geld? Allgemein akzeptiert ist die Definition des Geldes als das allgemeine, universell akzeptierte Tauschmittel. Geld besteht demnach nicht zwangsweise aus Münzen, Scheinen und digitalen Zahlen. Im Lauf der Geschichte konnten sich zahlreiche Güter, wie zum Beispiel Muscheln oder Zigaretten, als Geld etablieren. Grundsätzlich gilt: Geld ist das Gut, mit dem alle anderen Güter geh- und verkauft werden können. Aus der Definition des Geldes ergibt sich die einzige Funktion, die das Geld ausübt, die Tauschmittelfunktion. Eine Ware wird gegen Geld getauscht und das Geld wiederum gegen eine andere Ware. Weitere Funktionen, die dem Geld zugeschrieben werden, wie zum Beispiel die Recheneinheitsfunktion oder die Wertaufbewahrungsfunktion, sind nicht eigenständig. Sie sind lediglich Ausdruck der Tauschmittelfunktion. Die Menge des Geldes spielt keine Rolle. Für das Gemeinwesen ist jede gerade vorhandene Menge Geld gleich gut. Die Ausweitung des Geldes nützt dem Gemeinwesen daher nicht. Sie erhöht nicht das Wirtschaftswachstum und führt auch nicht zu einer besseren Beschäftigungssituation. Ökonomen, die das Gegenteilige behaupten, konnten dies noch nie beweisen. Über die Kaufkraft des Geldes: Die Kaufkraft des Geldes entspricht der Menge an Gütern, welche für eine Geldeinheit erworben werden können. Menschen halten Geld wegen dieser Kaufkraft. Da Geld ein Gut wie jedes andere ist, wird die Kaufkraft des Geldes durch Angebot und Nachfrage von Geld und anderen Gütern bestimmt und spiegelt sich in den Güterpreisen wider. Die Kaufkraft des Geldes ändert sich demnach mit den Güterpreisen. Folglich ist die Kaufkraft nie stabil, was auch nicht weiter schlimm ist. Das Problem entsteht erst, wenn versucht wird, die Kaufkraft des Geldes zu manipulieren, zum Beispiel indem versucht wird, sie stabil zu halten. Davon getrennt zu beachten ist der Grenznutzen des Geldes. Der subjektive Tauschwert einer Geldeinheit nimmt mit jeder weiteren Geldeinheit, die man besitzt, ab. Mit jeder zusätzlichen Einheit Geld steigt daher der Anreiz, das Geld gegen andere Güter zu tauschen. Gleichzeitig ist zu beachten, dass Geld keine Werte misst. Der Preis eines Guts gibt Aufschluss über das Tauschverhältnis, zu dem ein Tausch Gut gegen Geld stattgefunden hat, nicht über den Wert des Gutes. Wie Geld entstanden ist: Geld wird nachgefragt, weil es Kaufkraft hat, und Kaufkraft hat es, weil es nachgefragt wird. Ein Zirkelschluss. Etliche Ökonomen haben sich daher mit der Frage auseinandergesetzt, wie Geld überhaupt entsteht und Teil des Tauschhandels wird. Die Vertreter der österreichischen Schule wissen, dass es keinen Staat braucht, damit Geld entsteht. Geld entspringt spontan aus dem Marktgeschehen. Dafür ist das von Ludwig von Mises formulierte Regressionstheorem wichtig, welches den genannten Zirkelschluss durchbricht. Ein Gut kann nur als Geld nachgefragt werden, wenn es zuvor schon aufgrund seiner nicht-monetären Eigenschaften nachgefragt wurde. Daraus folgt, dass das heutzutage übliche Papiergeld, also Fiat-Geld, nie auf dem freien Markt hätte entstehen können und sogar mit dem Kapitalismus ganz und gar unvereinbar ist. Es bedurfte also staatlichen Zwangs und Gewalt, damit der Euro oder der moderne Dollar etabliert werden konnte.
Auch wird in jeder Naturalwirtschaft, also einem Wirtschaftssystem ohne Geld, früher oder später ein Gut zu Geld werden, sofern dies nicht mit Zwang und Gewalt verhindert wird. Inflation. Immer und überall ein Übel. In der Öffentlichkeit wird unter Inflation fälschlicherweise der dauerhafte Anstieg der Verbraucherpreise verstanden. Richtig ist, die Preisinflation ist ein mögliches Symptom der Geldmengenausweitung, also Geldmengeninflation. Die Geldmengenausweitung birgt viele Probleme. Diese beschreibt der Cantillon-Effekt. Demnach wird der Erstempfänger von neu erschaffenem Geld auf Kosten aller anderen bevorteilt. Die Ausweitung, zum Beispiel Gelddrucken, des Geldes ist demnach mit Umverteilung gleichzusetzen. Sie ist nie neutral oder wirkungslos, sondern immer schädlich. Neben dem Bewirken einer Preisinflation, also einer Verteuerung aller Produkte und folglich ein Kaufkraftverlust, kann die Geldmengeninflation genauso eine Preisdeflation, ein Absenken aller Preise und folglich ein Kaufkraftgewinn, verhindern. In beiden Fällen gewinnt der Erstempfänger, oft der Schuldner, auf Kosten der Spätempfänger, oft den Gläubigern. Für die Umverteilungswirkung der Inflation ist damit die Geldmengenausweitung ein besserer Indikator als die Veränderungen im Preisniveau. Zudem steigen durch die Geldmengeninflation die Preise weder gleichmäßig noch sofort an. Die Preisinflation kann in unterschiedlichen Sektoren unterschiedlich stark ausfallen und verzögert sich zeitlich. Jedoch ist der Ursache-Wirkungszusammenhang zwischen Geldmengeninflation und Preisinflation nicht zu leugnen. Zeitpräferenz, Zins und Zinsfeindschaft. Der Zins wird oft falsch verstanden, zu Unrecht kritisiert und ihm wird mit Feindseligkeit begegnet. Über die Bedeutung und den Ursprung des Zinses gibt es viele, teils widersprüchliche Theorien. Die Erklärung der österreichischen Schule begründet die Herkunft des Zinses mit der Zeitpräferenz, der Agio-Theorie. Zeitpräferenz ist ein ökonomisches Konzept. Dieses beschreibt die Neigung von Menschen, Gegenwartsbedürfnisse als dringlicher einzuschätzen als Zukunftsbedürfnisse. Je höher die Zeitpräferenz ist, desto weniger werden Zukunftsbedürfnisse bei Entscheidungen berücksichtigt. Der höhere Gegenwartsbezug führt zu mehr Konsum und weniger Sparen und Investieren. Bei einer niedrigen Zeitpräferenz wird verstärkt gespart und investiert und weniger konsumiert. Weil zusätzlich menschliches Handeln unter Knappheit stattfindet, werden Gegenwartsgüter höher als Zukunftsgüter der gleichen Menge geschätzt. Der Unterschied in der Bewertung wird als Wertabschlag, also Disagio, bezeichnet. Dieser Wertabschlag entspricht dem Zins. Der Zins steht also für das Wertverhältnis zwischen Gegenwartsgut und Zukunftsgut. Er ist somit kein Preis, sondern eine Relation und erklärt sich durch die Zeitpräferenz. Der Zins ist damit vom Geldsystem unabhängig und würde auch in einer Naturalwirtschaft existieren. Wie der Staat Geld produziert. Von Amerika über Asien bis nach Europa. Alle Staaten haben ein Zwangsgeldmonopol, welches primär auf den Theorien des antiliberalen John Maynard Keynes beruht. Die staatliche Geldpolitik wird von einer Zentralbank ausgeführt, indem diese das Geld manipuliert. Die Manipulation erfolgt durch die Festschreibung eines Leitzinses und durch Geldmengenausweitung. Für die Geldmengenausweitung wird Geld mit der Kreditvergabe aus dem Nichts geschaffen. Das Geld, was ein Kreditnehmer erhält, hat es vorher nie gegeben. In der Regel erschaffen zunächst Zentralbanken Geld durch Kredite an Geschäftsbanken. Die Geschäftsbanken können mit dem Zentralbankgeld weitere Kredite an ihre Kunden vergeben und erschaffen somit weiteres Geld. Die Geschäftsbanken werden so zur Geldschöpfung ermächtigt. Ohne die Zentralbank könnten sie kein Geld erschaffen, da sie unter anderem einen Teil ihrer Verbindlichkeiten in Form von Zentralbankgeld als Mindestreserve vorrätig halten müssen. Ohne die Zentralbankgeldschöpfung gäbe es keine Geschäftsbankengeldschöpfung. Die Zentral- und Geschäftsbanken erschaffen ebenfalls Geld, wenn sie Güter wie zum Beispiel Aktien oder Staatsanleihen kaufen. In diesem Fall zahlen sie den Preis mit neu geschaffenem Geld. Durch ein künstliches Herabsenken des Marktzinses wird dieser Effekt verstärkt. Warum Geld verstaatlicht ist. Heute haben Staaten durch Zentralbanken überall auf der Welt das Geldmonopol im eigenen Land. Jede Zentralbankwährung ist heute eine Fiat-Währung, die nahezu endlos ausgeweitet werden kann. Durch die ständige Inflation, durch Aufkaufen von Staatsanleihen oder Kreditvergabe, werden Staaten als Schuldner und Erstempfänger auf Kosten der Gläubiger und Spätempfänger, also Unternehmern und Bürgern, bevorteilt. Der moderne Staat benötigt dieses Geldmonopol, weil er dadurch das Geld ungehindert inflationieren kann. Inflation bei einem Geldmonopol ist nichts anderes als eine versteckte Art der Besteuerung. Der Staat kann mit dieser viele Programme finanzieren, die das Volk bei einer offenen Besteuerung nicht mittragen würde.
Allen voran die Finanzierung der Kriegs- und Rüstungsindustrie. Ohne Fiat-Währung wären Kriege kaum durchführbar oder das Erkaufen von Wählerstimmen durch Wahlgeschenke. Die Regierung hat einen starken Anreiz, das Geldmonopol für die eigenen Interessen zu missbrauchen. Daher ist das Problem nicht gelöst, wenn die Zentralbank offiziell unabhängig ist oder dem Volke dienen muss. Die Probleme, die diese Praxis mit sich bringt, liegen auf der Hand. Wirtschaftsblasen, Überschuldung, Hyperinflation und Kriege, was Fehlinvestitionen, Rezessionen, soziale Verwerfungen und Ressourcenverschwendung nach sich zieht. Freies Marktgeld und Free Banking. Die Lösung des Problems liegt im Free Banking und im freien Marktgeld. Free Banking bedeutet nicht mehr, als dass alle Banken privat sind. Der Staat hat damit keinen Zugriff auf die Produktion von Geldmitteln. Dies ist sinnvoll, da Geld nicht zuletzt keine einzige Eigenschaft eines öffentlichen Guts erfüllt und es daher nicht in die Hände des Staates gehört, siehe Beitrag 3. Freies Marktgeld bedeutet, dass das Angebot und die Nachfrage nach Geld vollkommen frei sind. Jedem steht es frei, etwas Bestimmtes als Geld anzubieten oder nachzufragen. Durch Ausleseverfahren im Marktprozess werden sich ein oder mehrere Güter als Geld etablieren, also zu einem allgemein akzeptierten Tauschmittel werden. Man kann nur mutmaßen, welches Gut sich in einem solchen Marktprozess durchsetzen wird. Vieles spricht dafür, dass es sich um ein Edelmetall handeln wird, da Edelmetalle alle physischen Eigenschaften vereinen, die ein gutes Geld haben muss. Edelmetalle sind knapp, homogen, haltbar, lagerfähig, nicht verderblich, prägbar und transportabel. Auch Kryptowährungen wie Bitcoin könnten sich in einem solchen System als Geld etablieren. Wie in jedem Wettbewerb setzt sich auch im Währungswettbewerb das Gut durch, welches in der Lage ist, die Bedürfnisse der Konsumenten am besten zu befriedigen. Zusammenfassung: Geld und Zins sind beides natürliche Phänomene, die sich aus der Logik des menschlichen Handelns ergeben und dennoch voneinander getrennt sind. Ihre Existenz abzulehnen und mit Feindseligkeit zu begegnen, macht gar keinen Sinn. Vielmehr sollte man versuchen, die Prozesse dieser natürlichen Phänomene zu verstehen. Auf Seiten des Geldes gehört dazu vor allem die Bedeutung des Regressionstheorems und der Cantillon-Effekt. Auf Seiten des Zinses ist es vor allem die Zeitpräferenz. Wenn man diese Aspekte verstanden hat, kann man auch die Folgen der staatlichen Geld- und Zinspolitik leicht erkennen. Umverteilung, Kriege, Ressourcenverschwendung und ökonomische Blasen. Das staatliche Geldmonopol kann kein gutes Geld hervorbringen. Vielmehr ist es unethisch, schädlich und ein Garant für Eigentumsverletzungen. Gutes Geld kann nur durch den Marktprozess entstehen. Wichtig ist also das Zulassen von freiem Marktgeld und die damit einhergehende Entnationalisierung des Geldes nach der Idee von Friedrich August von Hayek. Wahrscheinlich werden sich in einem solchen Prozess die Edelmetalle als Geld etablieren, denn diese sind knapp, homogen, haltbar, lagerfähig, nicht verderblich, prägbar und transportabel.